Hallo meine lieben Freunde, heute, ihr seht es ja an dem speziellen Titel Uwe und die Kröten, heute mal in einer speziellen Mission hier mitten im Land hier hinter Erbach im Taunus. Da seht ihr die Kühe, die da weiden, und da bin ich heute am Spazieren und ich wundere mich so ein bisschen über das, was der Naturschutzbund hier so oberhalb von Erbach im Grunde genommen macht, denn ich finde das wahnsinnig toll, dass man im Frühjahr so diese Krötenwanderungen und Molche und Salamander und alles Mögliche so einfängt und dann wieder in irgendeiner Form aussetzt. Aber jetzt gerade, wo ich hier wandere, da sind so ein paar Auffangzäune, die stehen hier also auf einer immensen Länge. Und da stelle ich mir einfach die Frage, warum stehen die jetzt gerade hier, wo sie stehen? Also da, wo ich laufe, ist noch nie ein Feuchtgebiet gewesen. Und ich kann mich also auch nicht erinnern, dass ich dort als junger Mann in irgendeiner Form mal Molche, Frösche oder irgendwas anderes gefangen hätte. Und ja, wenn ich euch das gleich zeige, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die kleinen Getiere, die hier eventuell wandern, dass die vor der Bahn geschützt werden sollen. Denn da ist der Bahndamm, ja. Und diese Zäune stehen genau vom Bahndamm. Das kann ja gut sein, ja. Und da ist natürlich jetzt meine Frage an die Naturschützer. Warum ist dieser Zaun hier über Erbach am Schützenhaus, warum wurde der hingestellt? Also wen soll der Zaun jetzt schützen? Keine Ahnung. Also wenn die Kröten jetzt hier von dem Hügel runterkommen, rennen sie hier gegen den Zaun und werden dann auf der Straße eingesammelt. Das seht ihr zum Beispiel, diesen Zaun. Und der ist genau am Bahndamm. Ja? Also das ist mir etwas undurchsichtig jetzt so, was das bezwecken soll. Und der geht also jetzt hier über richtig lange Strecken, macht dann da auch ein paar Kurven. Und das alles, bis jetzt ergibt das für mich noch keinen Sinn. Und da gibt es aber bestimmt Spezialisten, die mir das im Grunde genommen beantworten können, warum, wieso, weshalb. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kröten geschützt werden sollen, dass sie über den Bahndamm rennen. Und jetzt ist eh keine Krötenwanderung, kommt noch dazu. Aber keine Ahnung, schaut mal, keine Ahnung, für was das Geld ausgegeben wurde. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache, das kostet ja auch alles Geld. Da kommt ja dann auch irgendwo nicht freiwillige Helfer, sondern da kommen Mitarbeiter der Stadt oder des Landes und bauen also diese gesamten Absperrungen hier hin. Und das ist ja auch kein billiges Unterfangen. Ja, alleine das Aufstellen dieser Sache, das dauert ja Tage, Wochen. Und wie gesagt, für was, warum? So, meine lieben Freunde, also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe also nichts gegen Naturschützer. Das ist absolut toll, was da gemacht wird in Artenschutz und Krötenfangen und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass mir das einige Leute erklären können, was jetzt hier so gerade vor mir steht. Also ich schaue jetzt hier auf so eine, ja, Krötenachterbahn, keine Ahnung. Und ihr seht das auch jetzt so ein bisschen. Also hier laufen diese Planen zusammen, machen einen Kreis, machen noch einen Kreis und machen noch einen Kreis. Ja, da sollte mir mal einer erklären, warum. Da oben sind die Bahnen
Gleise abgesperrt. Hier ist ein großer runder Kreis dann gemacht. Da drüben auf der anderen Straßenseite nochmal. Jetzt, was passiert? Wenn da jetzt eine Kröte drin ist, wie kommt die da rein? Ich denke mir, das ist ein Schutz in irgendeiner Form. Aber die muss ja irgendwo da durchlaufen. Nur hier ist nichts zum Durchlaufen. Also ist schon sehr imposant und fragwürdig, was hier so gebaut wurde. Und da kam mir natürlich hier die Community mit diesem riesen Schwarmwissen, was ja dann da vorhanden ist, mit Sicherheit weiterhelfen. Also ihr seht das dann so hinter mir. Ich habe ja extra die Kamera so ein bisschen mal so weiter weg, soweit mein Arm reicht. Und da seht ihr diese Krötenzäune. Also da hätte ich gern von euch mal so ein bisschen Input, wie das Ganze dann doch so gehandhabt wird. Ich meine, gut, jetzt ist ja eh keine Zeit, also Krötenwanderung ist ja eigentlich Frühjahr. Und also von daher bin ich da schon mal gespannt, was da so für Antworten kommen. Jetzt hier, schaut auch. Ich meine, ich verstehe ja von der Straße, dass man die von der Straße weghält. Aber hier wurden Bäume gefällt. Hier ist ein kreisrundes Teil, ein Krötenzaun, kreisrund. Am Bahndamm ist abgesperrt, okay, verstehe ich auch. Aber mein Problem ist einfach, dass hier auch gar kein Feuchtgebiet ist. Also hier waren in meinem Leben, das ich kenne, noch nie Kröten unterwegs. Und ich glaube mir, ich habe die als Junge schon gefangen. Ja. Aber keine Ahnung, man, irgendeiner muss sich ja was dabei gedacht haben. So, und hier hört es dann einfach auf und hier ist dann nochmal so ein Kreischen und das war's. So, ja, toll. Keine Ahnung, also da freue ich mich dann schon mal auf eure Kommentare, die mich da in dieser Beziehung so ein bisschen krötenkundenmäßig aufklären können. Gut, so viel heute zu meiner kleinen Krötenwanderung und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.